Wie hat es angefangen? Also Metrospekt ist ein Projekt, aber auch das wichtigste von der Mutter, die heißt Leadership Netzwerk Verantwortung. Man sieht hier auf diesem Bild auf der rechten Seite den Rabbiner Daniel Alter. Der wurde auf der Straße verprügelt in Gegenwart seiner Tochter von vermeintlich arabischen Jugendlichen. So. Und Daniel Alter war Programmteilnehmer bei Leadership. Und da kam der Geschäftsführer von Leadership, Bernhard Heider, auf die Idee, das wäre doch mal eine Maßnahme, dass wir ein Projekt mit der Zielrichtung gegen Antisemitismus auf die Beine stellen. Und es hat sich sehr schnell herausgestellt, dass die Adressaten, das sind Schulen, bei denen der, ich sag jetzt mal vorsichtig, nicht deutsche Muttersprachenanteil über 90% liegt. Meistens sind es türkisch, arabisch oder auch andere Nationalitäten. Wir haben so viele. Und die meisten sind eben auch von Hause aus islamischen Glaubens. Dann stellte sich sehr schnell heraus, dass diese Kinder von ihrer eigenen Religion vergleichsweise wenig verstehen. Man kann nehmen, was man will. Wir haben einfach dieses horrende Problem, wir brauchen Personal. Und wo bekommen wir das denn her? Wir brauchen Zuwanderung. Und wir können uns die Leute nicht aus und sagen, so, wir hätten jetzt gerne den oder den oder den. Wir müssen die Leute nehmen, die wir kriegen können und froh darum sein. Und die meisten, das liegt an unserer geografischen Lage, sind eben islamischen Glaubens. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir Menschen mit islamischem Glauben verstehen. Oder überhaupt den Islam zunächst einmal verstehen. Und den Missbrauch von Religion, den es zu allen Jahres- und Lebensabschnitten gegeben hat, einfach zu erkennen, dass Religion missbraucht wird. Egal welche, wurde schon immer für Herrschaftszwecken missbraucht. Und den Islam auch. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir unsere Aufgabe, nicht nur Antisemitismus, sondern auch Islamskepsis oder Islamfeindlichkeit bekämpfen. Bombenbauen gehört zum Islam so viel wie Hexenverbrennung und Kreuzzüge zum Christentum. Ja, das ist alles im Namen der Religion mal passiert, hat aber mit den Religionsaussagen nichts zu tun. Kann niemals, das ist, wird zwar immer wieder gemacht, aber man kann niemals im Namen der Religion jemandem einen Schaden zufügen. Das geht überhaupt nicht. Und genau deswegen sind wir da, damit solche Vorurteile im Keim erstickt werden.